Hallo lieber Days Gone Zocker, in diesem Video kümmern wir uns um Gold in der Nebenherausforderung in der Falle, für welche man 100 Gegner mit einer Falle töten muss, sprich mit einer Fernlenkbombe oder mit einer Annäherungsbombe. Ja, für die Punkte kann man zudem teilweise in den Rängen steigen, beziehungsweise kann sich hier auch neue oder andere Charakterskins oder Ringe kaufen, mit welchen man seine Fertigkeiten noch oder Fähigkeiten noch ein bisschen aufpimpen kann. Ja, hier kommt jetzt der Durchlauf, meine Vorgehensweise. Ich persönlich finde eine relativ einfache Vorgehensweise, um hier die 100 Gegner mit Fallen zu eliminieren. Wie gehe ich hier vor? Als erstes mit dem Attraktor, sobald das Ganze startet. Ja, lock damit natürlich die Freaker an, rüste sofort meine Annäherungsbombe aus und dann gehe ich hier relativ nah an die Horde ran. Ja, und wenn man dann hier die Annäherungsbombe platziert, so wie ich jetzt, detoniert natürlich dann automatisch im Gegensatz zur Fernlenkbombe, werden eigentlich dann immer direkt 20 Freaker in den Tod gerissen. Kommt natürlich ein bisschen dann auf die Größe der Horde an, aber normalerweise bei mir waren es fast immer 20 mal 18 mal 19. So, hier jetzt die gleiche Vorgehensweise. Ich habe jetzt hier wieder einen Attraktor geworfen. Die haben mich jetzt 3-4 Freaker verfolgt. Das kann natürlich immer mal passieren. Der Rest stürzt sich hier auf den Attraktor. Bin ich wieder relativ nah dran. Ja, wieder mit der Annäherungsbombe. 40 von 100 jetzt in diesem Fall. Bin ich hier weiter gerade ausgerannt. Das ganze Spiel habe ich jetzt nochmal wiederholt. Ich werde jetzt hier gleich in diesem Spiel nochmal auf das Dach gehen. Ja, zum einen, man kann hier die Fernlenkbomben und die Annäherungsbomben natürlich dann auch zünden. Das ist relativ einfach. Zum zweiten habe ich das hier vorrangig gemacht, um euch einfach mal zu zeigen, dass das Ganze hier noch funktioniert. Du siehst, ich stehe jetzt hier wieder auf dem Dach, auf der Stelle, wo die Freaker nicht hinkommen. Ich hatte hier schon ein Video gemacht zu der Gold-Herausforderung für die 120.000 Punkte. Ja, es haben jetzt mich sehr, sehr viele Leute die letzten ein, zwei Tage gefragt, ob das Ding hier gepatcht worden ist oder ob man hier immer noch hoch kann. Aus meiner Sicht, ja, es geht noch. Ich habe das ganze Video jetzt hier gegen 21 Uhr aufgenommen bzw. gespielt, ja, Stand 4.7. 21 Uhr. Da ging das Ganze definitiv, weil mir jetzt auch schon viele Leute hier in den Kommentaren geschrieben haben, dass das Ganze gepatcht worden ist. Angeblich gestern schon, also bei mir war es definitiv nicht so. Ja, ich musste hier auch kein Update oder ähnliches herunterladen. Aus meiner Sicht, es funktioniert definitiv einwandfrei nach wie vor. Hier ist nichts gepatcht worden, ja. Wenn du das jetzt hier siehst, also man kann diesen Trick hier, diese Spielmechanik nach wie vor ausnutzen. Ich denke, hier für die 100 Gegner mit den Fallen kann man natürlich auch andere Sachen nutzen. Man kann natürlich jetzt hier dann eventuell auch nochmal zum Beispiel ein Gebäude rein, noch den einen oder anderen Attraktor holen, dann mit der Vorgehensweise weitermachen. Ja, ich bin jetzt hier auch gleich nochmal runter von dem Gebäude. Man kann natürlich dann weiterhin mit Fernlenkbomben arbeiten. Bevor ich hier auf dem Dach war, hatte ich ohnehin schon 60, es ist dann vielleicht minimal schwerer. Wenn du es ganz einfach haben willst, kannst du natürlich komplett sofort auf das Dach sprinten und dann hier diese Vorgehensweise machen, dann ist es sogar noch einfacher. Ja, hier bin ich jetzt bei 99 von 100 und dann bin ich jetzt hier in dem Fall auf die Fernlenkbombe umgestiegen. Auch die kann man legen, da muss man einmal Steuerkreuz rechts drücken, ja, dann muss man die einmal selber zünden und du siehst, die Herausforderung ist abgeschlossen, 100 von 100. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier gleich noch mal in der Übersicht an. Also ich denke, insgesamt hat man hier ja 12 Versuche. Annäherungsbomben, Fernlenkbomben kann man hier, glaube ich, nicht farmen, ja, in dem Level hier. Aber so ist es, denke ich, eine relativ einfache Vorgehensweise. Das war's auch schon von mir. Mach's gut, bis bald und tschüss.